traurig. Also ich möchte wirklich gar nicht zurück mehr, wenn ich jetzt hier wieder das Meer sehe, den Strand. Schaut euch die verrückten Franzosen. Hello? Will ich prenne ein Foto? Sorry, I don't speak French. Oh. Oder La Russe, oder keine Ahnung, wie die Franzosen das aussprechen. Russisch. Oh, Russland wäre auch noch für sich so das nächste Ziel, der nächste große Traum. Eine französisch-spanisch-deutsche Mischung. Also hier, Baguette aus Frankreich. Jamón Bodega aus España und ein guter Kaffee hier aus Freiburg. Das ist Europa, meine Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde, wo auch immer ihr seid. Meld mich hier am zweiten Rückreisetag von Spanien so langsam Richtung nach Hause, Richtung Österreich wieder. Bin, wie man gestern gesehen hat, oder wie man jetzt kurz vorher gesehen hat, gestern hier ziemlich spät, also es war schon eins, halb zwei irgendwann in der Nacht, hier kurz vor Montpellier fündig geworden. Zuerst noch auf der Raststation oben kurzen Halt gemacht, die ganzen Stromgeräte wieder aufgeladen und so weiter. Und habe dann dort wieder gesehen, irgendwo 5-6 Camper herumstehen und habe mir gedacht, eigentlich wie schade, ja, dass man da irgendwie, obwohl man so nah das Meer vor sich hat, da irgendwo auf der Raststation nächtigt. Also nicht für mich. Dann habe ich mich, wie gesagt, nur 5 Kilometer da runterlassen. Und schaut mal hier, also es ist nicht zu beschreiben, wie schön es hier ist. Super ruhig. Auch wenn man jetzt hier den Sonnenaufgang vorher gesehen hat. Das sind die Momente, die ich extrem genieße mittlerweile. Wenn man hier irgendwo die Möglichkeit hat, direkt nur ein paar Meter vom Meer zu nächtigen. Jetzt sieht man schon ein bisschen mehr Leute, aber wie gesagt, vor einer Stunde, zwei war alles ruhig, kein einziges Auto hier in der Gegend, wirklich wunderschön. Super Leute kennengelernt jetzt wieder, die letzten eineinhalb Stunden wieder super Gespräche, wie immer bei mir, gehabt mit den zwei deutschen Campern hier auch. Zwei super nette Ehepaare mit Kindern. Und die haben mich jetzt hier mit Croissants verköstigt noch. Kaffee. Es ist einfach wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. Auch wenn es ein bisschen frischer ist hier. Also definitiv, glaube ich, hat es jetzt hier nur um die 10 Grad. Also nicht hier wie in Südspanien ist. Aber gut. Ist halt so. So, ich werde jetzt noch ein bisschen die Zeit hier genießen. Ich will einfach gar nicht weg. Also ich bin jetzt, wenn ich weiß, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich hier jetzt noch auf der Tour das Meer irgendwo vor mir habe und die Sonne und alles das, was man hier sieht. Da will man überhaupt nicht weg. Auch was mir nicht bewusst war, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass hier dieser Teil von Frankreich, für mich war immer so Côte d'Azur, das A und O in Frankreich, aber dieser Teil hier, also man muss sagen, Montpellier ist irgendwo, glaube ich, 10, 15 Kilometer jetzt noch nördlicher. Und dieser Teil hier der Küste südlich von Montpellier, auch wie man sieht, schaut sich das an, wunderschön, wunderschön und speziell, bonjour. Speziell super nette Leute auch. Und was ich auch sagen muss, man sieht, man ist in Frankreich. Ja? Also wenn man jetzt hier die letzten Tage wieder aus Spanien diese ganzen Hochhaus-Hotelburgen-Orte gesehen hat, was man graust,
dann ist das wieder ein Paradies. Echt klein, fein, idyllisch. Sehr, sehr, sehr fein. Es ist herrlich. Also ich bin echt, ich bin echt traurig. Also ich möchte wirklich gar nicht zurück mehr, wenn ich jetzt hier wieder das Meer sehe, den Strand. Schaut euch die verrückten Franzosen. Hello? Will you prenez un photo? Sorry, I don't speak French. Oh! are you taking a photo of the group? Yeah. I'm just feeling, I'm curious what they are doing. Oh, these are the Stier penguins. Okay. Stier is the people of the north of France. Okay. C'est les Stier. It's called, they called it. Marche aquatique. So that means twice a week walking in the water. Yeah. Longe-Côte aussi, dans le nord. Okay. In the north, twice a week. But this is special because they are from north or what? No. People are from here. People are from. Okay. But that's famous in the north to walk. Yeah. That's it. Great. Twice. Never seen it before. Ah, okay. Yeah. I was just curious what they are doing here. They started at the port, huh? Okay. Over there. And now they turn and go back. Going back. Great. Thank you for the information. Have a nice day. Bye. Also, super nette Franzosen auch hier. Dürfte hier beliebt sein anscheinend hier. Schaut mal. Wandern im Wasser. Auch noch nie vorher gesehen. Unfassbar. So, ich gönne mir jetzt hier noch ein bisschen eine Pause. Nach der gestern, glaube ich, 12 Stunden wieder durchgefahren. Ein bisschen relaxen jetzt noch am Vormittag, irgendwo Frühstück holen dann, bevor es dann wieder weitergeht. Hallo meine Lieben, wieder mal hier von der Tankstelle in Frankreich, mein Lieblingsland, was Raststationen anbelangt auf jeden Fall, also ich fühle mich dermaßen wohl, Spanien kann nichts, Italien auch nicht, aber Frankreich ist top, also egal welche Raststation das man fährt, immer super Service, super Angebot und da kann man gerne mal so wie jetzt hier eine halbe Stunde oder ein bisschen länger verbringen. Die kennt man schon, meine Lieblingschips mit Ziegenkäse und Chili und Cola dazu, ganz gesund, aber die 14 Tage waren jetzt eh nicht gesund, auf das kommt es jetzt eh nicht mehr drauf wieder an. So, während ich hier genieße und mich erhole, die Uhrzeit, kurz nach 2 ist schon, von Samstag auf Sonntag hier bei mir. Die Überlegung jetzt, ob ich hier, also ich, kurz die Lage, ich bin jetzt ein gutes Stück weitergekommen. Also ich bin heute in der Früh, wie man gesehen hat, kurz vor Montpellier stehen geblieben, genächtigt. Dort dann viel zu lange herumgetrödelt, bin dann erst irgendwann am späten Nachmittag wegkommen. Bin jetzt, glaube ich, über 6 Stunden am Stück durchgefahren und überlege jetzt gerade, ob ich hier jetzt noch mich aufs Ohr haue und ein bisschen erhole oder ob ich dann, glaube ich, jetzt eine Stunde oder eineinhalb noch bis zur deutschen Grenze rüberfahre und dann dort eine Pause einlege für die letzte Etappe morgen noch. Also morgen bleiben wir dann ungefähr noch an die 1000 Kilometer. Aber ich sage euch eins, nach die 2 Wochen, da bringt einer nichts mehr um. Was man mitgemacht hat, was ich mitgemacht habe. Körperlich habe ich eh schon mehr als genug, glaube ich, erwähnt.
Aber auf jeden Fall eins, schau auch hier, Häfteln, super. In Frankreich gibt es immer auf der Raststation solche Infohäfteln zu verschiedensten Themen. Resilienz. Habe ich mal kurz durchgeblättert vorher. Zwar leider nichts verstanden, aber eins muss ich sagen, Thema Resilienz. Wer zwei Wochen, so wie ich jetzt hier, so eine Reise alleine hinkriegt, und das nicht zum ersten Mal, sondern schon zum x-ten Mal, wie soll ich das erklären? Ich glaube, der ist da oben nicht kaputt zu kriegen. Ich komme stärker zurück als, glaube ich, damals zuvor. Gut gerüstet für alles, was mich daheim und in unserer Umgebung wieder alles erwartet. Und vorbereitend auf eventuell die nächsten Abenteuer. Deswegen auch hier La Russe oder La Russe oder keine Ahnung, wie die Franzosen das aussprechen. Russisch. Oh, Russland wäre auch noch für sich so das nächste Ziel, der nächste große Traum. Bin noch nicht sicher, ob es Frühjahr wird, Sommer nächstes Jahr, also dieses Jahr jetzt. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt noch genug Zeit, um mich sprachlich ein bisschen vorzubereiten, weil Russland mit Englisch, so wie hier, nicht ganz gut. Aber ich habe schon angefangen, auf jeden Fall, schon letzten Sommer, Herbst. Und ich hoffe, dass ich auch dann von dort hoffentlich sehr bald berichten kann. So, in diesem Sinne, ich erhole mich ein bisschen noch hier, genieße meinen Snack hier und sage entweder gute Nacht hier aus Frankreich noch oder spätestens morgen in der Früh guten Morgen aus Deutschland. Einen wunderschönen Sonntagmorgen hier von mir, meine Lieben. Haben mir gerade einen frischen Kaffee jetzt noch geholt, den letzten in Frankreich. Oh, bei diesem super grausigen Wetter, also es ist die ganze Strecke jetzt, glaube ich, von Lyon weg, hat es gestern in der Nacht geregnet, auch hier jetzt weiterhin. Also ich habe es jetzt nicht mehr weit geschafft dann mehr, ich habe, glaube ich, noch eine Stunde, eineinhalb, bin noch weitergefahren bis hier, glaube ich, ich habe es unterschätzt, also es sind jetzt, glaube ich, immer noch 100 Kilometer bis zur französisch-deutschen Grenze. Und habe gerade geschaut am Handy, 975 Kilometer habe ich heute noch zum Zurücklegen. Also da wird es mit viel Pausen heute nichts werden. Aber egal, ich bin gut vorbereitet, 4-5 Stunden geschlafen jetzt hier und nun geht's weiter. Contrairement à d'autres pays européens, l'exécutif a fait le choix de ne pas imposer une obligation vaccinale, mais des contraintes de plus en plus fortes qui vont prises. Meine Lieben, ich habe das jetzt überhaupt nicht mitgekriegt. Also, ich bin in Deutschland. Ich habe gerechnet, dass das jetzt irgendwann noch 10, 15 Kilometer weiter ist. Und plötzlich stelle ich jetzt aber fest an den Schild da. Glaube ich. Wundert hat es mich genau, jetzt war es eh schon der vorhin schon die Polizei. Wundert hat mich, weil die. Achso, der hält den jetzt auf, ne? Also der wird jetzt kontrolliert hier. Also der Freund wird jetzt wahrscheinlich kontrolliert werden. Wundert hat es mich eben, die sind rechts gestanden, die Polizisten. Und ich habe gerechnet jetzt, keine Ahnung, noch 10, 15 Kilometer und plötzlich bin ich jetzt da. Also es war, entweder habe ich es nicht gesehen oder es war nicht angeschrieben irgendwo hier Einfahrt
Grenzgebiet Deutschland, glaube ich. Wahrscheinlich war der Rhein, also ich vermute über den Rhein bin ich drüber, über die Brücke, und das wird wahrscheinlich dann die Grenze gewesen sein. Aber ja, hier von meiner Seite jetzt noch einmal die Bestätigung bis jetzt. Ich glaube in Summe, wie viel? 7, 8 Grenzen überquert. In der Hinreise, Rückreise jetzt, wir haben tatsächlich immer noch das Europa der offenen Grenzen. Ich bin kein einziges Mal aufgehalten worden, kein einziges Mal befragt worden, wo es hingeht. Das ist das Europa, was ich mir auch vorstelle. Und für Menschen wie mich, wo sowieso hier im Kopf keine Grenzen bestehen, wir sind ja alle gleich, ja, und das bewahrheitet jetzt sicher mal jetzt hier wieder, dass es auch tatsächlich so ist. Ja. Also uns wird hier erzählt, Maßnahmen links, rechts, hierher, streng, nicht streng, tatsächlich. Man macht sich am Weg und stellt fest, es gibt keine Grenzen. So soll es auch sein. So, meine Lieben, kurzer Zwischenstopp jetzt hier gleich nach der Grenze in Freiburg in Breisgau. Bin kurz jetzt nur zum Tanken hier runtergefahren, weil mache ich in der Regel immer so, ja, weil generell, glaube ich, europaweit der Sprit auf den Autobahnen unvorstellbar teuer ist. Also ich denke auch hier in Deutschland, ich habe jetzt noch keine Erfahrung groß, aber ich glaube, dass das auch hier ist. Wobei hier tanke ich jetzt definitiv die letzten 2 Wochen am teuersten mit 1,55 den Liter. Aber in der Regel spare ich mir immer, wie gesagt, einen vollen Tank. Autobahn und Stadt irgendwo zwischen, keine Ahnung, 10 und 15 Euro. Und jedes Mal 10 Euro oder 15 sind auch jedes Mal 10,15 Euro. Ja? Also von daher, guter Tipp für diejenigen, die noch nicht so schlau sind. Nein, Spaß. Ich glaube, das weiß eher jeder. Was mir auffällt hier, gleich bei der Abfahrt, die Leute sind hier wieder ohne Masken unterwegs. Also ich sehe hier, das muss ich schon sagen, jetzt hier in Italien, in Frankreich, in Spanien, durch diese Maskenpflicht im Freien, das ist unglaublich. Ich möchte nicht wissen, was das mit den Leuten alles macht über die Zeit. Also das ist unvorstellbar. Hier Gott sei Dank jetzt wieder nicht in Deutschland, also hier kann man sich wieder frei fühlen. Hier wieder die normale Maske, also hier in Deutschland gilt ja noch die, also hier. Für Österreich bald muss ich mal wieder unsere weiße Entenmaske, ich glaube, das ist wirklich das einzige Land in Europa, das hier diese Regeln hat. Aber, meine Lieben, ich reg mich hier nicht mehr auf, ich sage immer nur, es ist so, ich habe gestern auch über Resilienz und psychische, mentale Stärke gesprochen, und das kommt immer mehr zum Tragen, und deswegen sage ich, das sind alles Sachen, die so bei mir vorbeigehen. Jetzt habe ich mir gerade einen zweiten Kaffee des Tages noch geholt heute, hier in Freiburg. Und nachdem ich ja noch hier Baguette aus Frankreich habe, gibt es jetzt hier noch eine französisch-spanisch-deutsche Mischung. Also hier Baguette aus Frankreich, Jamón Bodega aus España und ein guter Kaffee hier aus Freiburg. Das ist Europa, meine Lieben. Also bevor ich jetzt, wie gesagt, hier großartig wieder Zeit verliere und mich irgendwo hier reinsetze, habe ich gesagt, wird das noch aufgebracht. So, also ruckzuck fertig hier, ein Brötchen mit gefüllt 10 Decker Serrano Jamón.
So, das esse ich jetzt schnell zusammen und dann geht es gleich weiter. Ohne hoffentlich viele Stopps Richtung Stuttgart, München. Und ich würde sagen, spätestens an der österreichischen Grenze melde ich mich dann noch einmal. Also, salut! In Stuttgart, da ist es nämlich wieder geöffnet am alten Schloss. Dort könnt ihr vorbei sein, 10 bis 17 Uhr. Eine Ausstellung zum Thema Mode, Schmuck, Kunst, also alles. Also seht ihr der Unterschied? Müsst ihr mir auf Banksy, wie es der Unterschied? Deutsche Autobahn gegenüber Frankreich, Spanien, Italien, wo nichts los ist. Aber egal. Finde ich also ein riesen Pluspunkt immer noch in Deutschland, dass die Autobahnen komplett kostenlos sind. Ohne jegliche Maut, absolut top. Aber dementsprechend auch viel los, ja. Also es ist Sonntag hier, gerade jetzt kurz nach Mittag bei mir. Und die Autobahn ist so voll, wie als wenn es irgendwo mitten unter der Woche wäre, an einem Arbeitstag. Stau hier, schaut euch an. Naja, weiter geht's. Achso, über das Wetter muss ich mich noch kurz beschweren, ja. Also ich war jetzt zu verwöhnt, die letzten 14 Tage traumhaftes Wetter, nicht einmal irgendwo ein Tropfen Regen, kaum Wolken irgendwo gesehen. Herrlicher Sonnenschein permanent, wenn man dann hier wieder zurückkommt. Also ob man will oder nicht, da fängt es wieder an, so richtig über einen herzufallen, diese Herbst-Winter-Grau-in-Grau-Depression. Aber ich bin gestärkt. Ja. Die letzten zwei Wochen habe ich dermaßen aufgetankt, dass mir auch das Wetter scheißegal ist. Fahren wir da nach Österreich rein über die Brücke bei Braunau. Schauen wir, ob da jetzt noch irgendwas ist. Kontrollmäßig. Ja, schaut auch nicht so aus. Schaut auch nicht so aus. Okay. Fußball im Stadion ist gleich Geisterspiele. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht ins Stadion dürft. Also meine Lieben, gerade auch hier wieder die letzte Grenze soeben überquert, von München kommend, Richtung Linz jetzt hier bei Braunau. Das war's dann. Also ich habe jetzt wirklich in Summe, glaube ich, was habe ich abgezählt? 7, 8 Grenzen dann, glaube ich, rund dann drauf zu überquert auf der zweiwöchigen Reise jetzt. Und wieder mal ein wunderschönes Zeichen für mich und nur der Beweis, man kann und darf sich immer noch frei bewegen. Wurscht, ob geimpft, getestet, genesen, was auch immer. Es ist keiner da, der das kontrolliert. Also von daher immer wieder Aufmunterung, wer sich nicht traut, macht euch am Weg, Leute. Lasst euch nicht zu viel einsperren. Das ist die Zeit vergeht und die Zeit vergeht ansonsten, ja. Also das ist Lebenszeit, die wir haben. Wir sind es alle gewohnt, zumindest einmal, zweimal im Jahr irgendwo hinzufahren. Und deswegen, wenn das jetzt fehlt und den meisten fehlt, ja, dann sollte ihr das wirklich überdenken.
So, die letzten 3 Stunden, glaube ich, jetzt noch bis nach Hause. Und ja, die packe ich auch noch. Heute bin ich, glaube ich, wirklich mit 1, 2 ganz kleinen, mickrigen Pausen. Jetzt schon, glaube ich, 5, 6, 7 Stunden durch. Ja. Also geht immer noch super. Fühle mich optimal und freue mich auf zu Hause natürlich. So, meine Lieben, offizielles Ende dieser Reise. Wird hier gefeiert mit einer kleinen, feinen Käseleberkäsemmel. Zur Feier des Tages. Nachdem ich gut und gesund wieder zurück im Lande bin. Alles sehr gut und unbeschadet überstanden habe. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit mir dieses Mal. Auf der fast 2-wöchigen Reise. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt dieses Mal. Und bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die hier zuschauen. Ich hoffe, dass wir möglichst bald und gemeinsam wieder dann auf neue Abenteuer gehen. Wann auch immer. Schauen wir. Bis zum nächsten Mal. Bye.